Der Erfurter Steigerwald ist Jonathan Hilberts Trainingsrevier. Dreimal die Woche schrubbt Deutschlands bester Geher hier Kilometer um Kilometer. Manchmal sogar 30 am Stück. Wer ihn so sieht, könnte ihn auf den ersten Blick für einen Jogger halten. Auch wegen seiner Geschwindigkeit. Erst auf den zweiten Blick wird deutlich, dieser Leichtathlet läuft nicht, er geht. Es sind zwei wesentliche Merkmale, die das Gehen vom Laufen unterscheiden. Zum einen, dass wir eben ja nicht mit gebeugtem Knie aufkommen, sondern immer, wenn wir das Bein aufsetzen, muss es halt durchgestreckt sein. Darf es jetzt nicht so aufsetzen, sondern es muss wirklich gestreckt sein. Und der zweite Punkt, der uns vom Laufen unterscheidet, ist, dass wir eben keine Flugphase haben, also jetzt nicht in der Luft sind, sondern dass wir immer Bodenkontakt haben müssen. Im vergangenen Jahr hat Jonathan Hilbert die Sportwelt überrascht. Beim olympischen Wettbewerb über die 50 Kilometer Distanz im japanischen Sapporo holte er die Silbermedaille. Und das, obwohl ihn zuvor eine schmerzhafte Verletzung fast aus der Bahn geworfen hatte. Also ich habe in der Saison 2021 wirklich gut durchtrainieren können bis April. Und habe dort dann eine Weltjahresbestleistung abgeliefert bei den deutschen Meisterschaften über 50 Kilometer. Dann hatten mich sicherlich der ein oder andere dann auch auf dem Zettel. Kurze Zeit später musste ich dann aber das Training komplett unterbrechen und pausieren. Habe dann im Mai die Diagnose bekommen, dass ich einen Knochenmarködem am Schambein habe. Musste dann auch direkt ins MRT und ja, wie jeder weiß, der schon mal im MRT war und sich so einen Befund mal angeschaut hat, wenn es dann so weiß leuchtet, dann ist das nichts Gutes. Das war bei mir am Schambein komplett der Fall. Ich musste das Training pausieren und es stand wirklich auch eine gewisse Zeit in den Sternen, ob ich es überhaupt schaffe, zu den Olympischen Spielen zu fahren und überhaupt dort an der Startlinie stehen zu können. Und es waren sehr, sehr kräftezehrende Monate, sehr, sehr harte Monate. Vor allem mental war es extrem schwierig. Es gab ganz oft auch Tage, wo ich zu Hause gesessen habe und geweint habe und wirklich gedacht habe, der große Traum platzt. Und ja, ich hatte viele Schmerzen. Ich habe über 130 Spritzen bekommen vor den Olympischen Spielen, um ja die ganze Muskulatur drumherum zu detonisieren, um einfach wirklich das Schambein zu entlasten. Und ja, es waren harte, harte Monate, aber am Ende stand ich dann am Start. Und ich glaube, dass dieser Triumph, dass diese Silbermedaille durch eine gewisse Lockerheit zustande gekommen ist. Ich habe einfach von mir selber nichts Großes erwartet. Sicherlich der ein oder andere Externe, der von außerhalb auf mich geschaut hat. Aber ich selber in mir drin habe nichts Großes erwartet. Ich stand an der Startlinie im August und war einfach nur glücklich und zufrieden, dass ich da stehe, dass ich teilnehmen kann, dass ich die Olympischen Spiele miterleben darf. Ja, nach diesen kräftezehrenden, ja doch 3 Monaten, die ich vorher hatte. Aber es waren da auch extreme Wetterbedingungen. Es war da auch sehr heiß, oder? Und sehr schwül. Ja, absolut, absolut. Es waren wirklich sehr, sehr harte Bedingungen. Wir hatten unseren Start um 5.30 Uhr aufgrund dieser warmen Temperaturen. Da waren es, glaube ich, so um die 26 Grad und 60% Luftfeuchtigkeit. Als wir dann ins Ziel gekommen sind, hatten wir 32 Grad und ja, immer noch um die 60% Luftfeuchtigkeit. Das ist nicht weniger geworden. Und das Fiese war tatsächlich, dass man auf dieser Runde, die ja im Stadtzentrum von Sapporo war, immer wieder so eine große Digitalanzeige hatte an irgendeinem Hochhaus, wo die Temperatur eingeblendet wurde. Ja, da habe ich mich dann irgendwann verabschiedet und habe nicht mehr hingeschaut, um mich nicht irgendwie verrückt zu machen. Aber wir haben insgesamt, wir deutschen Geher haben in den letzten Jahren viel Erfahrung mit Hitzewettkämpfen gesammelt. Wir waren in Doha 2019 bei der Leichtathletik-WM auch über 50 Kilometer am Start und da war es schon extrem heiß und wir haben uns eine Kühltechnik angearbeitet mit Schals, wo Eis drin ist, mit Mützen, wo wir Eis drin haben und ja, wenn du dir dann ganz viel Wasser noch über den Kopf Mützen, wo ihr Eis drin habt, okay. Ja, okay. Das sind praktisch ganz normale Cappies. Und wir haben dann praktisch Taschen eingenäht, unten drunter und hinten, wie so eine Art Lappen, was auch wie so eine Tasche ist, wo wir dann durch unsere Betreuer immer wieder Eis reingemacht bekommen. Und alle 4 Kilometer habe ich die dann immer gewechselt, dass ich den Kopf eben und auch gerade den Nackenbereich ordentlich runterkühle. Und ungefähr 3 Stunden, 43 Minuten, 44 Minuten ungefähr ist dann die Zeit, die du dann läufst auf die 50 Kilometer. Wie motiviert man sich die ganze Zeit? Das ist ja schon heftig. Genau, meine Bestzeit sind 3 Stunden 43 und 44 Sekunden. Das sind 4 Minuten 28 pro Kilometer. Ja, das 50-Kilometer-Rennen, das beginnt bei 35 Kilometer. Zwischen 30 und 35 beginnt das 50-Kilometer-Rennen erst. Bis dahin musst du eigentlich ganz locker, flockig durchkommen. Bis dahin darfst du dir auch nicht irgendwie groß schon Gedanken machen, ob du schon kaputt bist, ob du noch Kräfte hast oder nicht. Und die große Motivation ist einfach, dass du natürlich genau weißt,
ich möchte oder muss auch mehr oder minder, wenn es jetzt um eine gewisse Zeit geht, die du gehen musst, ich muss diese Zeit gehen, um mich zu qualifizieren für ein großes Event. Und dann ist das natürlich die große Motivation. Du willst ja als Sportlerin und Sportler, möchtest du ja zu solchen großen Events wie Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympischen Spiele. Und in diesem Wettkampf ist das natürlich die große Motivation. Du willst diese Norm schaffen. Du willst, wenn du irgendwo bei einem großen Event dann bist, möchtest du natürlich so weit wie möglich vorne landen und vielleicht auch eine Medaille gewinnen. Und das ist im Rennen natürlich die große Motivation. Und dann erträgt man natürlich Schmerzen ab. Kilometer 35 wird es dann wahrscheinlich schmerzhaft. Absolut. Also ab Kilometer 35 wird es sehr, sehr schmerzhaft. Das kann man jetzt nicht vergleichen, wie wenn man wirklich jetzt mal irgendwie 800 Meter im Stadion wirklich Vollgas läuft. Das ist ein anderer Schmerz. Das ist dann dieser Schmerz der Dauer. Irgendwann verlassen einen so langsam die Kräfte. Irgendwann fängt an, die Muskulatur sehr zu schmerzen. Und ja, irgendwann wird es einfach schwer, auch diese Frequenz, die du brauchst, um das Tempo zu halten, weiter zu gehen. Und dann wird es ab Kilometer 40 eine, ja, ich würde schon sagen, reine Willensleistung. Dann musst du einfach ein Schwein sein dir selber gegenüber und einfach wirklich mit dem Geist stärker sein und deinem Körper einfach sagen, dass er jetzt die letzten 10 Kilometer einfach nur noch absolvieren muss. Und dann nur noch Tunnel wahrscheinlich. Genau, du bist dann im Tunnel, du versuchst wirklich nur noch ans Ziel zu denken und bist mit den Gedanken eigentlich wirklich immer an diesem Punkt, wo du, und ich visualisiere das dann auch ganz oft, wie ich eben einfach wirklich die Ziellinie überschreite und dann ins Ziel komme und ja, rede mir da natürlich auch gut zu mit positiven Affirmationen. Und das sind natürlich also Punkte, wie du dich dann mental auch pushen kannst und den Körper auch ein bisschen austricksen kannst. Jonathan Hilbert ist Leistungssportler und er ist Polizist. Seit Jahren gehört er der Sportfördergruppe der Thüringer Polizei an, hat am Polizeibildungszentrum in Meiningen seine Ausbildung zum Polizeimeister absolviert und arbeitet in diesem Beruf regelmäßig. Wie oft sieht man dich in Uniform? Also wer kann dich wo vielleicht mit Uniform antreffen? Also ich bin nach meiner Ausbildung, war ich 3 Jahre lang immer im Herbst für 2 Monate in Erfurt-Nord tatsächlich, ganz normal im Streifendienst und habe dort ja auch so ziemlich alles gesehen, was man als Polizist sehen kann. Aktuell bin ich jetzt im Innenministerium seit März, bin dort im Polizeisport tätig und arbeite da auch viel eben mit dem Sportkoordinator Andreas Röhner zusammen, bekomme da immer wieder Aufträge, die ich zu erledigen habe, wird jetzt auch das neue Logo für die Sportfördergruppe erstellt und all solche Dinge werden mir dann zuteil, also viel auch Organisation, aber sehr, sehr spannend, auch ein Themenfeld, was mich sehr interessiert. Also du bist gern Polizist? Definitiv, absolut. Es macht Spaß, es ist sehr vielfältig. Sehr schön. Aber generell muss man sagen, ihr in der Sportfördergruppe, den Großteil des Jahres trainiert ihr. Absolut, absolut. Ich meine, Leistungssport ist am Ende auch ein Fulltime-Job. Also es ist sicherlich kein Job, den man jetzt vergleichen kann mit einer 40-Stunden-Woche. Weil 40 Stunden Training, das kann kein Mensch schaffen. Das ist nicht möglich. Also die reine Belastungszeit ist natürlich weniger. Und Regeneration, auch wenn das natürlich immer so ein bisschen sauer aufstößt, gehört auch dazu. Das heißt, wenn du mittags dann nach Hause gehst und mal kurz 1,5-2 Stunden auf der Couch liegst, dann ist das auch, ja, nicht so, dass man faulenzt, sondern dass es der Körper eben auch braucht. Aber wenn man jetzt wirklich mal sieht, was wir an einem Trainingspensum auch haben. Ich trainiere zwischen 7.000 und 8.000 Kilometer pro Jahr, die ich per Fuß zurücklege. Dazu kommen noch viele, viele Radkilometer. Ich habe keine Wochenenden. Ich trainiere samstags und sonntags. Ich bin viele, viele Monate im Trainingslager. Wenn Feiertag ist, dann sitze ich auch nicht auf der Couch, sondern ja, stehe draußen auf der Straße und trainiere. Und deswegen ist es wirklich ein Fulltime-Job. Du bist jetzt 27. Welche Ziele hast du noch? Oder anders gefragt, wie lange kannst du jetzt überhaupt in diesem Profibereich noch? Wie lange macht dein Körper noch mit? Also als Geher kann man grundsätzlich ziemlich lange aktiv im Profibereich unterwegs sein. Es gibt Geher, die sind vergangenes Jahr bei den Olympischen Spielen mit sage und schreibe 50 Jahren noch dort an der Startlinie gewesen. Könnte ich auch noch mitmachen. Ja, Diego Garcia, einer der stärksten Geher, die es eigentlich jemals so gab, mit einer unfassbaren Historie, war 1992 in Barcelona schon am Start bei der Weltmeisterschaft und jetzt auch bei den Olympischen Spielen in Tokio vergangenes Jahr mit als 50-Jähriger dort Achter geworden. Also man kann das schon ziemlich lange machen. Ich mache es mir, solange es mir Freude macht, solange ich Motivation habe, solange ich mich ja auch immer wieder neu motivieren kann,
so einen Saisonaufbau wieder zu bestreiten. Wir haben jetzt gerade wieder September, wir fangen jetzt an, wieder die neue Saison zu planen. Natürlich fängst du von einem anderen Niveau wieder an, du musst dich wieder rankämpfen an dein Niveau. Und natürlich ist das Thema Gesundheit auch extrem großer Punkt, der natürlich passen muss, damit ich weitermache. Was sind deine nächsten Ziele? Im kommenden Jahr ist die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest. Dort sind wir dann über 35 Kilometer am Start. Die 50 Kilometer waren ja dann tatsächlich bei den Olympischen Spielen jetzt das letzte Mal. Mhm. Ja, und über die 35 habe ich noch nicht so 100% Anschluss gefunden. Deswegen bin ich da natürlich neu motiviert. Ja, das ist natürlich jetzt eine neue Strecke für mich. Ich muss mich nochmal neu beweisen, auch mir selber gegenüber, will mir natürlich auch zeigen, dass ich es kann. Und deswegen natürlich eine sehr spannende Saison für mich. Ich freue mich drauf und ja, möchte natürlich da auch wieder in der Weltspitze vertreten sein. Und das heißt für mich Top 8. Und wenn ich das schaffe nächsten Sommer, bin ich super zufrieden. Und dann wissen wir ja, dass 2024 schon die nächsten Olympischen Spiele stattfinden in Paris. Und das ist natürlich erstmal das mittelfristig ganz große Ziel. Sein großes Vorbild, Hartwig Gauder, hat 1980 bei Olympia Gold geschafft. Es wäre Jonathan Hilbert zu wünschen, dass auch er mal ganz oben steht. Als vierter Deutscher in der olympischen GEA-Geschichte.